Hey ihr lieben Brieffreundschaft pflegenden Menschen da draußen, willkommen zurück zu The Sinking City. Wir haben noch drei ganze Aufträge, was die Briefe angeht, vor uns und die liegen alle in einer Linie, deswegen mache ich die jetzt einfach mal. Ja, und natürlich schön, dass ihr dabei seid und danke fürs Einschalten und ne, kommentieren, liken, ihr wisst schon, das ist sehr, sehr nett von euch. So, wo sind wir denn jetzt hier genau? Da und da an der Ecke ist Stimmen aus den Rohren, nahe der Kreuzung Baker Street, 221b, Ward Street und Ivan Street, Reed Heights West. So, das muss also hier um die Ecke sein. Hier ist irgendwo ein Gebäude und da finden wir dann wieder einen Brief. Und dann können wir das Ganze hier bald zum Abschluss bringen. Dann haben wir alle Briefe aus Oakmont. Nahe der Kreuzung. Hier kein Haus. Seht ihr eins? Nein, hier. Da ist es doch direkt. Sehr cool. So, jetzt sind wir die Zap-Waffe ausrüsten. I need a weapon. Oh, gut. Alles voll wieder mit Sachen. Wie immer. Oh ja. Bei Moon sage ich nicht nein. Oh, was für ein riesiges offenes Badezimmer haben die Leute denn immer? Bin ich der Einzige, der das etwas seltsam findet? Oder habt ihr auch so offene Badezimmer? Solche riesigen. Oh. Ein Keller. Na, was gibt's denn hier Schönes? Wir bauen mal noch ein paar Fallen, glaube ich, nach. Guck mal, ich habe den Molly gefunden letztes Mal, die Brandbombe. Cool, ne? Oh, wir haben alle Fallen. Mal ein bisschen Schuss hiervon. Ich kann ja jetzt 18 Schüsse tragen. Immerhin. Ich meine, 18 Schuss ist ja auch eine ganze Menge. Nicht. Finde ich jetzt gar nicht, ne? Ja, und noch mehr Zeug. Zweimal Alkohol, gut. Oh, es gibt aber dafür noch ein Stockwerk. Hallo? Oh, guten Tag, ich hab's gewusst. Oh, wieder so ein... Warum kommen hier immer die großen Viecher auf einmal, bitte? Ekelhaft. Du bist Brandbombe, du Sau. Wie die Zeit immer einfriert. Oh, oh mein Gott, wo kommst du? Stirb bitte mal. Oh, ich hab was vergessen. Kein Keller. Ah, oh, scheiße. Das hat gezwiebelt. Shit, 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 shit. Willst du noch eine, du Clown? Mach das Ding für Geräusche. Oh! Alter, seit wann kannst du dich da durch den Schleim teleportieren? Du Drecksvieh! Das finde ich aber gar nicht cool. Ah. Das muss da rein. In die Vene. Oder ist noch was? Antipsychotikum, das ist ja fein. Oh. Hör dich rumgurgeln. Matschepampe. Okay, dann geh. Noch lasse ich dich gehen. Ugh. Oh, es sieht aus wie ein ganz schlimmer Fall von Blut im Stuhl. SM. Ja, SM könnte es auch sein. Oh, Mr. Bigley. Die Rohre, sie rufen nach mir. Sie erinnern sich sicher daran, dass ich mich letzten Monat mehrmals über die Rohrleitung im Bad beklagt habe. Offensichtlich halten sie Gerassel, Geklapper und Geglucker für unbedenklich, denn sonst hätten sie sich bereits darum gekümmert. Mittlerweile sind da allerdings auch noch Stimmen. Tja, was nun, Mr. Bigley? Kann ich Sie dazu bewegen, endlich Ihren Schraubenschlüssel zur Hand zu nehmen? Falls ja, ist es schon zu spät. Ja, ganz gleich, wie viel Sie an den Schrauben herumdrehen. Das Angebot, das Sie mir unterbreitet haben, steht. Und wie könnte ich ablehnen? Sie meinten, ich müsse nur zu Ihnen nach unten kommen und Sie haben mir auch gezeigt, wie. So ganz gefällt mir die Sache aber nicht. Aber Sie sagten, Sie hätten das bereits viele Male so gemacht. Ich brauche lediglich ein scharfes Messer. Stück für Stück werde ich zu Ihnen stoßen. Was zum Geier? Und wenn ich gänzlich von hier oben verschwunden bin, werde ich als Ganzes dort unten sein. In all meiner Pracht. Ich bin nervös.
Aber sie haben mir versichert, dass es so funktionieren wird. Nein, ich habe keine andere Wahl. Sie versprachen mir Unsterblichkeit, Ekstase und grenzenloses Wissen. Und das Beste daran, Mr. Bigley, die Rohre dort unten sollen keinen Mucks von sich geben. Sie haben es mir versichert. Alles klar. Das war doch der, der sich immer weiter zerschnitten hat und dann, ne? Und dann, ja, Abfluss gelandet ist. Stückchen für Stückchen. Ach, kann man ja mal machen. Fein. Mr. Bigley! Was haben Sie mit die Rohre gemacht, Mr. Bigley? Was ist mit die Rohre? Ah, toll. Kann nicht mehr bauen. Bitte. Stell ich mal vor, ihr schneidet euch langsam Stück für Stück auseinander. Schneidet euch die Haut vom Leib, das Fleisch, die Muskeln, alles bis auf die Knochen und spült euch immer stückchenweise im Klo runter. Ja, ich meine, ist auch eine Art abzutreten, aber ich hatte jetzt nicht so Bock drauf. Dann noch eins irgendwo am Rumpflabbeln. Wo bist du denn? Deine Schakeline. Schakeline. Hier musst du sein. Nein, ist es auch nicht. Jetzt komm, ich habe da eine super cute Falle für dich. Super hübsch. Genau wie auf dich zugeschnitten. Wo ist es denn? Hör ich jetzt auch schon Stimmen? Ja, es muss von unten kommen. Das gibt's doch nicht. Ich höre es halt immer noch, aber ich sehe es nicht. Ah, ekelhaft. Nee, ich gehe jetzt einfach. Draußen ist es halt auch nichts. Oh Mann, Leute. Furchtbar. So, jetzt gehen wir weiter zur nächsten Station. Und machen den nächsten Brief aus Oakmont. Und dann weiter mit der Hauptquest. Wie sich das gehört. Da oben ist auch das Rathaus. Vielleicht sollte ich da mal ganz kurz einen Blick reinwerfen. Vielleicht wird mich da auch jemand ansprechen und mir eine neue Aufgabe geben. Oh, was ist das denn hier? Diese Kuppel. Oh. Den Leuten hier geht's super gut. Verfallenes Gebiet. Oh, dafür kriege ich sogar einen Wissenspunkt. Ist es nicht herrlich? Und ich nehme mal ein zusätzliches Erste-Hilfe-Set, Antipsychotikum und so weiter. Eine zusätzliche Granate und Brandbombe kann ich dann tragen. Hm. Hm. 10% Wahrscheinlichkeit für doppelten Schaden. Achso. Deine Pistole ist mit einer zusätzlichen Patrone geladen. Alles klar. Lass den Revolver schneller laden. Genauigkeit erhöhen. Wir nehmen das jetzt mal. Ich nehme jetzt einfach mal so alles durcheinander. Ist mir auch egal. Wo ist denn das befallene Gebiet? Da unten. Gut. Kommen Sie näher. Sie finden bestimmt etwas, das Ihnen gefällt. Billiger. Achso. Ist's nirgendwo. Ja, ich weiß nicht, was du verkaufst, aber offensichtlich willst du mir nichts verkaufen. Wie es aussieht. Oh, was hier für Gestalten rumlaufen mit diesen komischen Masken. Die sie aus Haut geschnitzt haben wahrscheinlich, aus Menschen. Wahrscheinlich sind das die, die immer in den Gulli flüstern und dann schneiden sich Leute die Haut ab und die basteln sich was draus. Könnte ich mir zumindest ganz gut vorstellen. Oh, da ist das, glaube ich, das nächste. Ist es das Haus? Warte mal, das müsste jetzt... Ja, dann... Schrecklicher Fötus. Oh nein. Nichts.
Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das geht ja komplett durchs ganze Haus. Und dann hier zur Tür raus. Alter. Oh Mann, ist das... ein bisschen krass eklig, du. Ist hier noch weiter? Also ist das auch noch das Gebiet? Nee. Ist gar nichts hier einfach. War mal wohl so eine Art kleines Krankenhaus? Dead at 31 Graham Carpenter. Graham Carpenter, Ich würde gerne mal wissen, ob es hier auch immer Anspielungen gibt. Auf andere Romane von H.P. Lovecraft. Und das von oben ist es hergekommen, das Vieh. Ah. Diese Fische schon. So eine Mischung aus Garnele und Fisch. Oh mein Gott. CW. Liebste, bitte verzeih, falls meine Worte nur unleserliche Krakeleien sind. Der Schock durch das, was ich der schwangeren jungen Frau aus dem Leib gezogen habe, sitzt noch tief. Ihr sonderbares, kehliges Geschrei klingt immer noch in meinen Ohren und dieses von ihr ausgetragene Ding schleicht in der Nähe von meinem Versteck herum. Hätte es meine Assistentin nicht zuerst angegriffen, wäre ich jetzt sicher tot. Stattdessen ist die Assistentin tot, ist ja nicht so. Diese glitschige, zappelnde Abscheulichkeit, die dem Leib der Obdachlosen entschlüpfte, heftete sich mit einem schmatzenden Geräusch an den Hals meiner Assistentin. Hinter sich zog dieses Ding die Nabelschnur her und riss sie mitsamt der Plazenta aus dem Leib der armen Frau. Das Blut sprudelte nur so aus der Frau heraus und mein ganzer Kittel wurde rot. Fassungslos blickte ich in ihre hervorgetretenen Augen und konnte nur tatenlos dabei zusehen, wie sie sich von Krämpfen geschüttelt die Zunge abbiss. Alter! Im Affekt verkroch ich mich hinter einem Schrank im Operationssaal und jetzt kann ich hören, wie das entbundene, glitschige Ding mitsamt der Plazenta auf dem Boden herumschlurft und näher kommt. Ich schreibe diese Zeilen auf meinen Mundschutz. Und mit dem Stift, den du mir letztes Jahr in der Mensa geschenkt hast. Ich hoffe, ich kann ihn als Waffe gegen den missgestalteten Säugling verwenden. Mit aufrichtigem Dank, Sebastian. Alter! Alter! Ist das krass und... krass und widerlich. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Boah! Meine Güte, ey. So, das war der vorletzte, Kinder. Bald haben wir es geschafft. Achtung von hinten. Cool. Geht's hier noch irgendwo raus? Oh, zum Glück sehen wir das Ding nicht. Aber ich glaube, wir haben schon mal sowas in der Art gesehen. Kippen. Retten. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, ich will es mir nicht vorstellen, was da aus ihr rausgekrochen ist, aus der armen Frau. Ja gut, und da wir jetzt so eine gute Laune haben, machen wir wie gesagt noch den letzten Brief aus Augment. Ach, es kann nur besser werden. Wer braucht nicht noch einen Stimmungsaufheller von uns, wenn man hier unterwegs ist? Na, wie geht's euch dabei? Ich find's herrlich. Ja, also auf eine gewisse Art und Weise finde ich es auch wirklich herrlich. Es ist so krass. Absurd und ekelhaft, das... genauso will ich's aber auch, Mann. Wenn ich sowas hier spiele, dann will ich's ja so krank haben. Oder, wer will's denn... wer wollte hier so ein weichgespültes Ding, wo man nur so andeutet, oh, der Wahnsinn, da sind böse Sachen passiert. Nee, ich will schon knallhart alles hier auf dem Tisch. Aber jetzt nicht unbedingt so ein Zombie... Fischfötus. Bitte, wer? Das ist das Rathaus, aber da geht's wohl nichts rein zu dem Fall. Unterstützen Sie Milton Pierce, den Bürgermeister, den Hauptmann verdient.
Milton Pierce, haben wir den schon mal gehört? Den Namen? Da ist doch die Tür. Sehr gut. Ist gar nicht so schwer, wenn man sich mal... Oh. Liegt halt immer direkt hier am Anfang schon rum. Finde ich sehr cool eigentlich. So. Es ist halt immer so. Man wird hier so zugeworfen mit Sachen auf einmal, wenn man irgendwo reingeht. Guck mal, Stoff, Alkohol, Kordit. Und hier brauche ich Metall, Kordit, Stoff. Ja. Wird immer so ein bisschen die Mangelgegenstände. Stoff, gerade Stoff. Hier gibt es doch überall Zeug. Überall gibt es Stoff. Warum schneidest du nicht einfach mal so eine Couch auseinander? Habe ich Mollys bis ans Lebensende. Kein Scherz. Hat er. Endlich mal wieder ein Keller. Ah! Bin ich ja immer sehr sympathisch, so Keller. Gerade hier im Spiel, das ist immer sehr traumhaft. Deinen gelben, ekelhaften Pustel habe ich dir geschossen. Gehört, das mögt ihr. Ey. Super gejumpt, oder was? Aha. Das ist eigentlich richtig gut. Man muss nur abwarten und dann springen die automatisch. Au. Noch so einer. Hier sieht vielleicht lecker aus. Ja, zwei Schüsse in das gelbe Ding und die sind tot. Mit dem Colt zumindest. Ziemlich praktisch, wenn man das mal rausfindet. Ich habe schon früher gemerkt, dass man da drauf schießen kann. Das macht mehr Schaden, aber man trifft halt nicht immer bei allen gleich gut. Bei den Großen zum Beispiel treffe ich irgendwie nie auf das gelbe, ekelhafte Zeug. Komm, Reed, du willst es doch auch. Spritzt dir irgendwas in die Venen. Hm. Ja, egal was. Noch einer? Ah, das hier ist auch wieder so eine Stelle, wie ich sagte letztes Mal mit dem Koffer. Man kann einfach immer wieder hierher kommen nach einer Zeit und es ist alles wieder nachgespawnt und man kann sich dann wieder schön eindecken mit Munition und anderem Zeug. Das ist schon sehr nett gemacht. Also eigentlich wahrscheinlich nicht so im Sinne des Erfinders, aber es spawnt halt nach, dann nutze ich das voll aus, weil diese großen Koffer, da ist immer richtig viel Zeug drin. So, wo ist der Brief? Hm? Oh toll, das habe ich gerade benutzt. Habe ich noch? Nö, ich brauche nichts benutzen. Bitte, ganz oben ist es. Guckt sich mal an, was man hier alles kriegt. Warum kriege ich keinen Stoff? Braucht doch meinen Stoff. So. Die Tür gibt nicht nach. Was? Was? Das kann's doch nicht sein. Irgendwo ein Schlüssel vielleicht dafür? Oder kann ich hochsteigen in das obere? Ach hier. RV, liebste Clara, es ist nun schon Jahre her, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Doch nach wie vor kann ich erst einschlafen, wenn ich auf das Bild geblickt habe, das du mir von unserer Familie geschickt hast. Ich wünschte, ich hätte auch etwas, das ich dir zeigen kann, aber Fotografien von diesem Ort würden dir nur Albträume bescheren. Was habe ich mir nur dabei gedacht, unsere Heimatstadt zu verlassen? Ich habe Angst, hier den Verstand zu verlieren. Erinnerst du dich an Dunmond, meinen Nachbarn? Ne, Dumont, nicht Dunmond. Dumont, meinen Nachbarn, der in den Docks arbeitet. Er hat dir in Briefen von mir erzählt. Ich war immer ein Freund, aber irgendetwas ist mit ihm geschehen. Mitten in der Nacht fängt er an zu schreien, redet seltsame Wörter vor sich hin und singt Lieder über vergessene Städte. Du weißt, dass ich nie besonders religiös war, aber wissenschaftlich kann ich mir seinen Zustand nicht erklären. Wenn ich aus dem Fenster sehe, erblicke ich im Nebel sonderbare Dinge und bin mir nicht sicher, ob sie real sind oder ich sie mir nur einbilde.
Aus irgendeinem Grund ergeben die Worte meines verrückten Freundes immer mehr Sinn, je öfter ich mir diese mit dem Verstand nicht greifbaren Dinge ansehe. Ich werde zurück nach Hause kommen, sobald ich das nötige Geld dazu habe, und hoffe, dass ich bis dahin noch lebe. Viele Grüße, dein Bruder Viktor. Und das war's. Oh, wir haben alle abgeschlossen. Alle Briefe. Und habe ich nochmal fett Erfahrungspunkte bekommen. Ja, das war's. Wir haben keine mehr, keine Briefe mehr. Und ich habe fast noch einen zweiten Fähigkeitspunkt ergattert. Cool, ne? Was für die Spritzen? Ich würde sagen, wir nehmen die Fallen, oder? Wir nehmen mal die Fallen. Jetzt kann ich sie doppelt so schnell aufstellen. Oder? Revolver nachladen. Deine Koordination mit dem Revolver ist erhöht, wodurch ich doppelt so viel Schaden verursache. Oh, 20% mehr Schaden mit dem Gewehr. Oh. Das andere hier schließt sich mir nicht so ganz. Ja, wir nehmen das mit dem Colt erstmal. Wir haben ja doch keine andere Waffe. Oh! Alter, was? Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Ich bin ja nur in dein Haus eingebrochen. Ah, jetzt. Ja, wir haben gerade Viktor getötet. Hört ihr das? Oh, ist aber eine schöne Wohnung. Die könnte ich doch jetzt selber beziehen, da Viktor aus welchen Gründen auch immer verstorben ist. Habe ich ja nichts mit zu tun, so wirklich, oder? Nö, also ich weiß nicht. Ist ein echt trauriges Schicksal. Aber, wie gesagt, haben wir ja nicht viel mit zu tun. Naja. Ne, mal ehrlich. Das war jetzt nicht cool. Ich hätte einfach vielleicht gehen sollen. Ist ja sein Haus, aber... Zu spät ist zu spät. So, wir gehen nochmal ganz kurz zum Rathaus. Und wenn dort nichts mehr ist, werde ich mal weitermachen mit der Hauptquest. Oh Mann. Augmund hat echte Probleme und ich glaube nicht nur, dass es das mit dem Kult hier zu tun hat. Oh. Oder mit irgendwelchen Sachen, die die Flut betreffen. Es hatte auch schon vorher solche... Was hat denn die Tür da zu suchen? Die macht überhaupt keinen Sinn. Extrablatt, Extrablatt. Die wichtigsten Nachrichten des Tages. Wollen Sie eine Zeitung, Mister? Ja, doch. Aber ich krieg keine, oder? Schade. Ja, also die haben wirklich andere Probleme. Geisteskrankheit, Verbrecher, zuhauf. Ja, ja, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Was wollen Sie? Oh, du bist ja ein Sonnenscheinchen. Ich wollte mich einfach nur vorstellen. Ich bin neu in der Stadt. Oh, wie zuvorkommend. Falls Sie etwas in unserem Archiv nachschlagen möchten, stellen Sie sich an, so wie alle anderen auch. Kann mal jemand bitte so die Kamera hinter Ihnen richten und so ein Tumbleweed durchrollen lassen und so ein Grillenzirpen? Naja. Das muss ich hier nicht anstellen, aber ich bin höflich. Wenn das hier so gehandhabt wird, ist das halt so. Gut. Ich freue mich, dass wir uns verstehen. Wiedersehen. Ja. Meine Devise ist ja, wenn jemand unfreundlich zu dir ist, begegne ihm mit Freundlichkeit und er wird sich noch mehr ärgern. Gerade wenn es jemand ist, der so ein bisschen knurrig ist und gerne auf Zank aus, dann einfach ganz nett sein. Das ist nämlich sehr entwaffnend und Gandhi hat ja schon gesagt... Wenn ich deinen Zorn aufnehme, dann bin ich auch zornig. Aber wenn ich den abprallen lasse, dann kommt er zu dir zurück und du bist noch wütender. Ich weiß nicht, ob das ganz das Zitat trifft. Wahrscheinlich eher überhaupt nicht, aber ich denke mal, der Sinn der Sache sollte euch klar sein. So. Was haben wir denn hier? Warte mal, ich hab's doch irgendwo. Throckmortons Auftrag. Da kann ich hier nur so. Harriet Doe. Na gut, das sind nur die beiden. Ich will mal jetzt schauen. Fallmappe im Spiegelreich. Private Korrespondenz, genau. Erstgeborenes B. Ja, du mit deinem Affenkind, meine Güte. Ich dachte mal lieber gar nichts zu. Ja. Irrenanstalt. Bethany. Hoppala. Soll das Spiegel. Also. Ich würde sagen, Zeitraum
19. Jahrhundert, 1894. Register, nein. Bezirk, wo ist nochmal? Die ist doch in Oakmont, oder? Ja. Rennanstalt Oakmont und Bürger. Sonstige, nein. Dann ist es wohl Personenbestandsbücher. Ne, Personenstandsbücher. So, Rechtsdokumente, Arbeitsunterlagen auch nicht. Was könnte es denn sonst sein? Dirk Old... Ne, Oakmont. Also das ist die Stadt... Wo ist denn die Irrenanstalt? Die ist doch in Old... Nein, die ist in Coverside. Oh, Entschuldigung. Bezirk Coverside. Zeitraum 19. Jahrhundert und Personenstandsbücher, Rechtsdokumente, Arbeitsunterlagen, dann ist es wohl doch Bürger. Neuankömmlinge. Auch nicht. Interessant. Das wird mir nichts bringen. Es ist Krankheit, Gewalt, Ehebruch und so weiter. Andererseits genießt die Irrenanstalt von Oakmont einen guten Ruf. Vielleicht ist es ja doch 1900 geschehen. Auch nicht. Vielleicht ist das auch nicht. Ich hätte auch gar nichts mit dem Bezirk zu tun. Rechts Arbeits- und... Na gut, das glaube ich jetzt nicht. Ja, also 19. Jahrhundert ist wohl falsch. Nach der Flut. Ne, müssen wir gar nicht suchen. Wir müssen, glaube ich, in der Irrenanstalt als nächstes weitermachen. Ich habe jetzt mal gehofft, wieder so ein Schuss ins Blaue, dass ich da was erwische. Aber offensichtlich haben wir das nicht. Bibliothek der Universität von Oakmont, da könnte ich auch noch weiter erforschen, aber machen wir wie gesagt nicht, wir gehen erstmal zur Irrenanstalt als nächstes und finden heraus, was es da auf sich hat mit dieser Bethany, der Frau von, also die ehemalige Frau, bevor die Gorilla-Frau dann geschwängert hat, der Vater von Robert Throckmorton. Ich will mir das nicht so sehr auf der Zunge zu gehen lassen, ich finde das nämlich irgendwie immer noch ein bisschen abartig. Ihr habt's gesehen. Wir haben die Bilder gesehen. Rosie. Ja? Königlich. Königliches Blut. Ich weiß ja nicht, ob das... Also Robert Throckmorton sagte ja, er hat davon überhaupt keine Ahnung. Weiß er nicht, ne? Aber ich glaube ehrlich gesagt, er verdrängt das nur. Er will das nicht so ans Tageslicht gelangen lassen. Deswegen sagt er auch, es ist ihm nicht ganz wohl dabei, dass wir die Unterlagen durchschnüffeln seines Vaters. Warte mal, da oben stand eine Kiste. Hier war ich schon mal im Eck. Die Kiste ist hundertprozentig wieder gefüllt, ja, sehr gut. Na, planschen? Ich wollte... Schade, wenn man ihn so hätte reinschubsen können, wäre ein bisschen fies, aber lustig. So, oh nein, ist das wieder infiziertes Gebiet? Nee. Aber seltsamerweise ist hier eine Wand. Hat jemand eine Mauer einfach so hochgezogen? Also eine Holzmauer, Holzwand, aber... Naja, Wand ist Wand. Okeli dokeli. Mal die Schnellreise aktivieren. Dankeschön, dankeschön. Und jetzt schauen wir uns mal die Klapse an, die örtliche. Traumhaft. Ist es das wirklich? Nein, es ist nur ein Nebengebäude. Da vorne ist die Klapse. Ich wollte schon sagen, also... Kennt man ja aus Horrorfilmen, dass... es Nervenheilanstalten immer so ein... Oder jetzt von mir aus auch. Wie heißt das mit Leo? Ihr wisst, was ich meine, ne? Dass es immer so ein bisschen eindrucksvoller aussieht, alles. Leonardo DiCaprio, der Film. Wie heißt der nochmal? Ach Gott, ich komme nicht drauf. Letztens erst wieder gesehen. Super guter Film. Toller Schauspieler. Mir liegt's auf der Zunge. Ich komme nicht drauf. Gleich vielleicht. So. Oh, die sieht aus, als hätte sie Spaß an ihrem Job. Ich bin auf der Suche nach einer gewissen Bethany Throckmorton. Ist sie zufällig unter ihren Patienten? Also wenn wir eine Throckmorton hier hätten, wüsste ich das. Wobei, wir haben eine Bethany. Oder besser gesagt, hatten. Sie wird vermisst. Und das nicht nach einem ihrer Spaziergänge. Okay.
Das ist hier hundertprozentig. Geht nicht anders. Spaziergänge? Lassen Sie Ihre Patienten etwa raus? Ach, Bethany war völlig harmlos. Und sie kam immer zurück. Aber dieses Mal, so kenne ich sie gar nicht. Shutter Island war's. Jetzt ist mir eingefallen. Shutter Island. Vermisst? Wollen Sie damit sagen, sie ist ausgebrochen? Ja, und dabei hat sie einen Pfleger niedergeschlagen. Im Nu war sie draußen, weil sie uns völlig kalt erwischt hat. Sie war sonst nämlich immer völlig harmlos. Haben Sie eine Idee, wo sie jetzt sein könnte? Nee, aber sie verhielt sich in letzter Zeit merkwürdig. Sie führte Selbstgespräche und malte ein sonderbares Bild an ihre Zimmerwand. Interessant. Kann ich mir ihr Zimmer einmal ansehen? Ich denke, da spricht nichts dagegen. Es befindet sich im Untergeschoss, abseits von den Zimmern der anderen Patienten. Aber treten Sie nicht auf das zerbrochene Glas. Wiedersehen. Wie einfach das ging. Ich meine, ist es nicht ein bisschen unüblich, dass man einfach so eine Irrenanstalt rumwandeln kann? On the mountains of... Was steht da? Madness? You can never climb in vain. Ach man, die Berge der Wahrheit klimmt man nicht unnötig, unnötigerweise. Oder wie kann man das übersetzen? Also, Wahrheit ist das einzig Gute. Aber die Mountains of Madness ist übrigens auch ein Buch. Ach schön, Leute, die ganzen Anspielungen. Ich liebe dieses Spiel gerade so sehr mal wieder. Herrlich. Aber... ich mache ja auch mal Schluss, weil der Part ist zu lang, merke ich gerade. Ja, wir haben trotzdem einiges erreicht. Wir haben die Briefe alle gemacht. Ich weiß nicht, gibt es dafür eine Belohnung? Also kostümmäßig oder... oh, wir werden sehen. Leute, lasst mir auf jeden Fall ein Like auf die Folge, wenn es euch gefallen hat. Ich würde mich auch über ein Danke freuen. Sollte euch nichts Tiefgründiges einfallen, das ihr zu diesem Werk beizutragen habt. Also zum Spiel oder vielleicht auch mal im Video. Und wir sehen uns wieder zu einem weiteren Part von The Sinking City beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.